Eine, die ihm einen Heiratsantrag gemacht hat, ist Miriam Weichselbraun. Die 22-jährige Tirolerin hat Robbie wirklich kennengelernt. Beruflich natürlich. Denn Miriam ist Moderatorin bei MTV. Der Traumjob fast aller jungen Mädels. Und Miriam hat es geschafft. Bei einem Abstecher in Wien hat sie Birgit Bock getroffen und erzählt, wie sie mit den echten Stars so umgeht. Was für ein Leben. Miriam auf Tuchfühlung mit den Megastars. Ob auf Konzerten oder in ihrer Talkshow Select. Sie holt sich Größe wie Xavier Naidoo oder Marilyn Manson aufs Sofa. Mit MTVs Travel & Trend tut Miriam zurzeit durch Europa und nach wie vor genießt sie fast jeden Augenblick. Es ist immer noch Traumjob, aber jeder Job hatte dann auch so ein paar Seiten, die dann nicht ganz so angenehm sind. Also bei 37 Grad auf die Stadt rennen, gibt Sachen, die ich auch gern mal nicht mache. So. Aber wenn man dann irgendwie ein Team mit hat, mit dem es dann Spaß macht und die nicht rumgranteln anfangen, weil es eben so heiß ist und weil man viel arbeitet, dann ist es immer noch Traumjob, ganz klar. Zwischenstopp in Wien. Beim Dreh am Rathausplatz gibt sich die Tirolerin den kulinarischen Köstlichkeiten hin. Denn mit knurrendem Magen ist Miriam nach eigener Aussage unleidlich. Wenn ich Hunger habe, grantel ich rum. Wenn ich Durst habe, grantel ich rum. Wenn ich müde bin, grantel ich nicht unbedingt rum, aber werde dann schon ein bisschen müder. Aber das bringt ja auch nichts, weil die anderen sind ja genauso hungrig, genauso durstig und genauso müde. Deswegen, da muss man dann schon durch. Also ich glaube, so Zickerei kann man sich, glaube ich, in überhaupt keinem Job wirklich erlauben. Und das schätzt ihr Team. Die Drehbesprechungen laufen immer sehr entspannt ab. Miriam ist mittlerweile ein richtiger Profi. Ich bin dann nervös, wenn richtige große Stars da sind. Für mich war Marilyn Manson extrem aufregend, weil dann sitzt halt ein Typ neben dir, von dem man sagt, dass er sich eine Rippe entnehmen lässt und Kinder isst. Und dann kriegst du schon so ein bisschen, ja, dann gehst du auf Abstand ein bisschen, dann bist du nervös. Boygroups können Miriam nicht mehr aus der Fassung bringen, da müssen schon andere Kaliber her. Madonna würde ich natürlich gerne mal machen, aber das kann noch dauern. Und ich würde auch gerne nochmal Robbie Williams vor die Kamera zu mir bitten. Ich habe den zwar einmal vor der Kamera gehabt, habe dem einen Heiratsantrag gemacht. Der hat doch gesagt ja, aber dann hat er sich nicht mehr richtig umgedreht. Ich weiß nicht, dann war er weg. Jetzt sitze ich da, habe ein Heiratsversprechen von dem Typen und den nie mehr gesehen. Deswegen, also wenn ich den sehe, dann würde ich ihn nochmal irgendwie zu mir vor die Kamera bitten. Bis dahin heißt es für die 22-Jährige fleißig weiterarbeiten. Der nächste Drehtermin steht an. Auch wenn Miriam beruflich viele Jungs kennenlernt, privat gibt's keinen fixen Freund an ihrer Seite. Bei der Frage nach dem Warum fehlen mir irgendwie die Worte. Hallo erstmal. Hallo. Schwierig, ne? Also Zeit ist wenig da. Das stimmt. Und der Richtige auch noch nicht. So. An Verehrern mangelt Miriam natürlich nicht. Und so genießt sie ihr Dasein als Single. Denn der Job macht Spaß und außerdem hat die quirlige Blondine noch sehr viel vor. Bis jetzt ist alles, was ich irgendwie gemacht habe, hat sich irgendwie ergeben. Also ich habe mir schon alles erarbeitet, Schritt für Schritt. Aber es war alles Zufall. Deswegen wird sich das, glaube ich, auch in Zukunft so abspielen. Was ich gerne mal ausprobieren würde, ist Schauspielerei, wobei ich auch nicht weiß, ob ich das kann. Mal abwarten. Ich werde mir das mal überlegen in Ruhe und dann irgendwann Thomas Gottschalk ablösen oder so. Nein, wahrscheinlich nicht. Wer weiß, vielleicht tritt sie ja doch in Gottschalks Fußstapfen.